Hallo und herzlich willkommen zur dieswöchigen Weekly Challenge bei Rim and Legends. Und ihr seht, es geht mal wieder in den tiefen Fall. Wir müssen mal wieder gucken, dass wir so weit wie möglich runterfallen können. Und ja, es sollte eigentlich kein großes Problem sein. Ihr seht, es ist mein erster Versuch, den ich diese Woche mache hier an diesem hier. Und hätte schon fast gescheitert. Vom Schwierigkeitsgrad her ist es eigentlich sehr, sehr einfach gehalten diese Woche. Das heißt, es sind nicht wieder diese Mega-Sprünge oder besonders kniffligen Zusammenhänge, dass man von einem Schwierigkeitsgrad in eine andere Szene halt eben reinrutscht, sondern es ist eigentlich recht einfach gehalten. Wir kennen die meisten Sachen hier. Hier haben wir eine kurze Pause. Und die ersten 300 Meter sind geschafft, das heißt Schwierigkeitsgrad wird jetzt langsam ein bisschen angezogen. Wir erreichen den Bumper, gehen hier, werden hier fast zerquetscht, müssen jetzt hier einfach wieder ganz langsam ausweichen. Und ihr seht, alles gar kein großartiges Ding. Ja, auch wieder abspringen und wir haben es erreicht. Hier können wir uns wieder fallen lassen. Zack. Ring schnappen. Andere Ring schnappen, fallen lassen. Und die Szene kennen wir auch schon, da geht es halt ein bisschen zu. Und der Bumper bedeutet hier wieder, wir haben eine Pause. So, hier einmal rüber, da drüben wieder einmal in die andere Richtung, ein paar Looms mitnehmen. Und wir kommen hier zu einem Rad. Dieses Mal reicht es nicht dran vorbei, das habe ich auch gesehen. Ist eigentlich die einzigste knifflige Stelle bisher, die wir hier zum Absolvieren haben, aber ja, ist jetzt auch nicht sonderlich schwer. Es kommt nachher noch ein zweites Rad und dann kommt noch so ein Vierfachrad. Da müssen wir auch ein bisschen aufpassen, aber da dachte ich jetzt, mich hat es erwischt, aber geht auch. So, einmal weiter runter. Hier das nächste Rad. Wir sehen es auch wieder schnell durchgehen, wenn man die richtige Stelle erwischt hat. Sonst schafft man die Szene einfach nicht. Hier können wir langsam tun, der geht eh nicht zusammen. Passt alles. Alles ganz gemächlich, alles ganz ruhig. Pause. Wir lassen uns fallen, entspannen die Finger. Und kommen jetzt hier zu einem Quetscher. Sobald der erste offen ist, einfach durchfallen lassen. Hier der nächste, jetzt wieder einer von oben. Kennen wir alles schon gemacht. So, wieder ganz gemütlich. Wir haben alle Zeit der Welt. So, hier auch wieder das gleiche. Einfach durchfallen lassen. Der nächste Quetscher von oben. Diesmal nur in die andere Richtung. Macht nichts. So, den kennen wir auch. Hier, wieder kurze Pause. Und haben schon die ersten 1000 Meter hinter uns. Ja, es wird eigentlich nicht großartig schwieriger. Ihr seht, jetzt kommen wieder diese im richtigen Moment sich fallen lassen. So, das war auch eine knifflige Szene. Aber ja, kann man, wie ihr seht, recht einfach schaffen. Ja, auch wieder im richtigen Moment einfach wieder den Bumper treffen. Zack. Und genau da trifft es mich, weil ich vergesse, wieder den Flugmodus zu schaffen. 1190 Meter, das ist eigentlich eine Marke. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass ihr es auch so schnell diese Woche schafft. Und ja, vielleicht mache ich nochmal eine zweite Runde und probiere diese Szene zu schaffen. Ich danke euch und bis nächste Woche. Tschüss.